Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu Cat's Christmas Card Challenge. Und der November neigt sich langsam dem Ende. Ein, zwei Videos und Challenges habe ich noch für euch. Und danach werde ich auch ein Video machen und euch Inspirationen zeigen von euch, die ihr alle gepostet habt. Ich finde es übrigens super, dass einige von euch mitmachen und tolle Werke zeigen. Ich freue mich riesig darüber. In der heutigen Challenge habe ich mir gedacht, ich mache mal was ganz Einfaches. Beim letzten Mal habe ich tolles Feedback von euch bekommen, dass ihr es gerade gut findet, auch mal Sachen für die Massenproduktion zu zeigen. Massenproduktion finde ich immer so ein schwieriges Wort für handgemachte Karten, aber Masse heißt auch für mich, ich mache eine Karte mit ganz viel Liebe, aber sie ist nicht so aufwendig, dass ich nicht auch ein, zwei, drei oder vier davon machen kann. Und genau so eine Karte würde ich euch heute auch gern wieder zeigen und auch mit Materialien, die ihr wahrscheinlich zu Hause habt, denn es geht um Aquarellstifte. Ich habe euch ja jetzt schon oft meine Aquarellfarben gezeigt. Ich habe euch, also meine Farbkästen. Dann habe ich euch ganz oft meine Albrecht-Dürer-Stifte gezeigt. Heute würde ich gerne mit diesen Markern arbeiten. Und dabei ist es erstmal gar nicht wichtig, ob ich hier so günstige habe. Die habe ich vom Action. Dann habe ich hier so ein Brushpen. Die waren so in der mittleren Preiskategorie und dann habe ich aber auch Brushpens von Arteza. Also das ist völlig egal, was ihr davon habt oder auch wenn ihr einen Farbkasten habt oder Aquarellstift, ist eigentlich völlig egal. Ich mache heute hier mit diesen Markern etwas. Und zwar wird es wirklich ganz schnell und einfach gehen. Ich werde mir hier einen Baum aufzeichnen und zwar nehme ich mir hier so einen Marker. Und das Einzige, was ich tue, ich male mir hier so ein Bäumchen auf, nehme hier mal so eine helle Farbe und beginne mal hier so ein bisschen. Und dann nehme ich andere Grüntöne und hier so ein bisschen Blau mit dazu. Das Papier, was ich benutze, ist übrigens Aquarellpapier. Nehmt da bitte ein gutes. Also so ganz billige Papiere, da zieht die Farbe zu viel in das Papier ein. Das kann ich euch nicht empfehlen. Deswegen, ich würde immer ein bisschen besseres Papier nehmen. Das gibt einfach die schöneren Ergebnisse. Hier seht ihr auch schon die Unterschiede. Diese Marker hier vom Action, die sind wie Filzstifte. Dann haben wir hier diesen Brushpen von Stationery. Der ist wesentlich weicher. Und dann nehmen wir mal noch den Arteza. Und auch der ist ganz, ganz weich in seiner Verarbeitung. So, also nehmt einfach bitte das, was ihr habt und was für euch tut. So, ich lege das hier einfach so ein bisschen Farbe übereinander. Und jetzt nehme ich mir einen Pinsel. Also ihr seht, das sieht noch ganz schön schrottelig aus. Ehrlich. Und ich nehme jetzt hier einfach so einen Pinsel, nehme mir Wasser auf und gehe drüber. Und gucke, dass ich die Farben so ein bisschen ineinander vermische, dass sie ein bisschen ineinander laufen können. Und da kann ich euch nur ermutigen, probiert es aus. Probiert euch da aus. Und wenn euch das Ergebnis nicht auf Anhieb gefällt, es ist auch nicht schlimm, wenn mal zwischendurch ein bisschen Ausschuss produziert wird. Das passiert mir genauso. Auch ich produziere Sachen und Karten, wo ich denke, nee, das gefällt mir gar nicht. Und dann mache ich es einfach nochmal. Wichtig ist einfach nicht den Mut verlieren und einfach machen. So. Und schon seht ihr, ist das hier einmal ein richtig schöner Farbverlauf und es sieht einfach schon ganz, ganz klasse aus und es ging echt schnell. Dann habe ich hier noch so ein Magical Glitzy Gold Pulver. Das würde ich auch noch gerne benutzen und zwar nehme ich mir hier einfach so ein bisschen auf meine Spitze und
rühre mir das hier auf meiner Glasunterlage ein bisschen an. Und das Erste, was ich mache mir hier so ein paar goldene Sprenkel drauf. Auch wenn die jetzt hier in diesen Baum hineinlaufen, ist das wunderbar. Und ich gebe hier auch noch so ein bisschen von dem Gold rein. Setze hier noch so ein paar Akzente mit rein. Jetzt könnt ihr das hinlegen und trocknen lassen. Und das mache ich auch, während ich hier ein zweites Bäumchen male. Ihr könntet aber auch mit einem Heat-Tool arbeiten. Und hier fange ich mal andersrum an. Hier fange ich mal mit der dunklen Farbe an und male mir ein Bäumchen auf. Ihr könnt natürlich auch ein Bäumchen malen, was nicht so stilisiert ist, was ein bisschen mehr nach Baum aussieht, aber ich finde das hier eigentlich sehr schön. Dann gebe ich hier noch ein bisschen von diesem Blau dazu. Das mischt sich meines Erachtens immer sehr schön. Ich muss sagen, übrigens, diese Marker hier vom Action, die sind ganz okay. Also sie verarbeiten sich halt wesentlich mehr wie Filzstifte als diese Brush-Marker. Aber hier für das, was ich vorhabe, sind sie super gut. Aber wenn ich zum Beispiel Kalligrafie machen möchte oder irgendetwas, wo ich ein bisschen mehr eine Pinselspitze möchte, dann kann ich euch diese etwas hochwertigeren Brush Pens empfehlen und ans Herz legen. So, das gebe ich hier auf. Und hier ein bisschen noch davon. Und fülle das jetzt hier mit so einer hellen Farbe aus. Und ihr seht, ihr könnt auch mit den Markern selbst schon verblenden. So, das geht auch schon richtig gut. So. Und auch hier gehe ich jetzt einfach mit einem feuchten Pinsel drüber und arbeite mir die Farben hier so ein. Manchmal ist es auch schön, wenn ihr erstmal wirklich nur so ein paar Areale nehmt und damit Wasser arbeitet, nicht direkt das ganze Bäumchen nachmalen. So kriegt ihr nämlich auch schöne Effekte. So eben den Aquarell-Look, den man auch haben will. Und auch hier gehe ich mit ein bisschen Gold noch rein. Und lass das jetzt auch erstmal trocknen. Nehmen wir uns wieder das erste Bäumchen. Das ist mittlerweile schon angetrocknet. Ich nehme aber noch mein Heat-Tool. Damit geht es einfach ein bisschen schneller. Aber wenn ihr eben mehrere Karten machen möchtet, dann könnt ihr natürlich auch mehrere malen und dann wieder von vorne anfangen. Dann geht das Ganze auch von alleine. Braucht ihr also auch keinen Heißluftföhn, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Ich mache das jetzt hier fürs Video, föhne mir das einmal an. Und ihr seht, hier sind schon die schönen Aquarelleffekte entstanden, hier und hier. Genau das ist das, was ich so gerne mag. Und um das ein bisschen zu verstärken, gehe ich jetzt noch einmal mit Wasser drauf. Und setze mir noch mal ein paar Akzente rein. Ich setze mir hier einfach so, wie soll ich sagen, so kleine Pfützen auf und lasse das Wasser hier für mich arbeiten. Hier unten auch nochmal. Und dadurch entstehen, wenn ihr so kleine Pfützen macht, noch mal mehr diese Aquarelleffekte. Das hier trockne ich mir auch an und mache dann das gleiche nochmal. Ich hole euch hier einmal ein bisschen näher ran, damit ihr diese schönen Aquarelleffekte auch seht.
Und hier möchte ich noch mal ein bisschen rüber gehen. Und gebe hier auch noch ein bisschen Gold rein. Aber hier sind schon richtig viele tolle Effekte entstanden. Da muss ich gar nicht so viel nachhelfen. Aber ich mache hier auch noch mal so kleine Pfützchen drauf. Und lasse das hier auch noch mal antrocknen. Und hier seht ihr schon, was die Pfützen gemacht haben. Die haben ein bisschen Farbe aufgenommen und bilden dann diese richtig schönen Aquarellränder. Was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte auf der Spitze noch einen Stern anbringen. Und auch den male ich mir hier einmal einfach auf. Und wie ihr seht, gebe ich mir jetzt auch hier nicht die mega Mühe, sondern ich male den einfach irgendwie mit Farbe hier auf die Spitze auf. Achtet jetzt ein bisschen darauf, wenn ihr nicht möchtet, dass hier die Farbe ineinander läuft, dass das wirklich schon gut trocken ist. Und ich nehme hier von meiner goldenen Farbe ein bisschen was auf und gehe hier in den Stern hinein. Und vermal mir das einfach so. Und falls ihr noch ein bisschen von der dunkleren Farbe oder von einer anderen Farbe dazu machen möchtet, aber nicht wieder hineingehen wollt, dann nehmt ihr euch einfach ein bisschen Farbe, scribbelt die so auf eure Unterlage. Wenn ihr keine Glasunterlage habt, könnt ihr auch einfach so ein laminiertes Blatt nehmen. Das habe ich auch schon gemacht. Einfach euch so ein Blatt laminieren und das als Unterlage nehmen. Das funktioniert auch ganz gut. Und so habt ihr dann auch noch einen Stern angebracht. Den trockne ich mir geschwind. Und auch hier gehe ich noch mal ein bisschen rüber. Nehme mir ein bisschen von meinem Gold hier auf. Und ziehe mir das hinein. Mach ein, zwei Pfützen drauf, damit der schöne Aquarelleffekt entsteht, und lasse das hier trocknen. Und jetzt malen wir auch hier noch einen Stern auf. Den möchte ich ein bisschen kleiner haben, glaube ich. Und wieder mit ein bisschen Wasser und dem Gold ziehe ich mir hier den Stern nach. Und lass aber das Wasser hier die Effekte für mich machen. Die beiden Sachen föhne ich mir fertig trocken und dann basteln wir weiter an der Karte. Ich glaube, hier mache ich noch ein paar goldene Sprenkel drauf. Das machen wir noch direkt. Einfach aufnehmen. Goldene Sprenkel drauf. Trocknen lassen und dann machen wir weiter. Für den nächsten Schritt habe ich mir hier schon mal zwei Kartenrohlinge zurechtgeschnitten und gefalzt. Das ist beides mal in den Maßen A6. Und ich habe hier noch ein bisschen von meiner goldenen Farbe und das würde ich gerne benutzen, aber es ist nicht mehr genug, deshalb nehme ich mir hier noch so ein bisschen auf. Und zwar würde ich gerne auf die Rohlinge auch ein paar Sprenkel setzen. Und dazu nehme ich mir diesmal so einen dicken Pinsel, mache hier schon mal ein bisschen Wasser drauf, dass ich gleich auch genug Wasser habe, nehme mir hier so ein ganz bisschen noch von der goldenen Farbe auf. Wirklich tut mir hier nur so die Spitze rein. Die Magicals sind so ergiebig. Das ist wirklich ganz toll. Wenn ihr sie nicht habt, ich verlinke euch natürlich wieder die Produkte, die ich benutze, in der Infobox. Nehme mir so einen dicken Pinsel und spritz mir
einfach noch so ein paar Sprenkel auf mein Kartenrolling auf. Und warum ich diesmal so einen großen Pinsel nehme, je größer der Pinsel, desto größer werden auch eure Spritzer. Und da ich hier etwas dickere Sprenkel haben wollte, habe ich mich für einen dickeren Pinsel entschieden. Und auch hier setze ich mir die Sprenkel auf. Ich spare die Mitte so ein bisschen aus, weil da wird nämlich gleich mein Aufleger drauf sitzen. Deswegen ist das nicht so wichtig, sondern gehe so drumherum. Und das lasse ich trocknen und mache mir in der Zwischenzeit einmal meine Unterlage hier wieder sauber. Für den nächsten Schritt habe ich mir hier wieder so ein Stück Wellpappe zugeschnitten. Ein bisschen kleiner als A7. Das hier ist A7 groß. So ein bisschen kleiner, wie ihr seht, dass hier noch so ein Rand bleibt. Und das klebe ich mir hier einmal auf als Abstandshalter. Und das macht mein Aquarellpapier, wenn es sich ein bisschen gewellt hat, auch direkt wieder schön gerade, weil die Pappe sehr stabil ist und das Ganze dann wieder in eine gerade Position rückt. Und ich klebe mir das einfach so auf die Rückseite auf, drücke mir das an und ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde dieses Upcycling richtig gut. Ich muss keine Abstandshalter mehr kaufen. Ich nehme überall einfach diese Pappe und das geht viel, viel, viel schneller. Ich kann sie mir zuschneiden und habe dann wie so kleine, ja, so Cardboard-Elemente. Damit das Ganze auch schön trocknet, lege ich mir hier so einen großen Acrylblock drauf, damit ein bisschen Gewicht drauf ist, und lasse das einmal antrocknen. Weiter geht's. Ich habe mir hier so einen goldenen Faden noch ausgesucht. Der ist von Madeira, aber jeder goldene Faden, den ihr habt, der tut's. Und damit würde ich meine Karte gern noch ein bisschen verzieren. Ich klebe mir das eine Ende hier einfach mal auf die Rückseite und klebe es mir so ein bisschen fest, mache mir ein bisschen Faden ab. Und wickel diesen goldenen Faden einfach ein paar Mal mit einem schönen Muster um mein Bäumchen herum und fixiere das Ganze wieder mit ein bisschen Tesafilm auf der Rückseite. Das sieht später keiner. Ich schneide es ab und schon habe ich hier so ein richtig cooles Element mit dem Faden. Ich finde, das sieht immer nach mehr aus. Und das Gleiche machen wir jetzt hier bei dem zweiten auch. Und da hätte ich es gerne andersrum und wickel mir den Faden einmal von oben nach unten. Gucke, dass er sich immer mal schön an anderen Stellen überkreuzt. Und klebe mir auch hier das Ende einmal fest. Schneiden. Und das sind meine beiden Elemente. Meine Kartenrohlinge sind mittlerweile auch getrocknet. Ich habe mir hier einmal einen weißen und einmal so einen craftfarbenen ausgesucht. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen, ich gebe mir auf die Rückseite hier von meinem Karton ein bisschen Flüssigkleber auf. Tatsächlich würde ich euch hier Flüssigkleber empfehlen, weil der mit der Pappe einfach sehr, sehr gut hält. Ich weiß nicht, wie so eine Rollmaus, ob die wirklich so gut hält. Ich würde Flüssigkleber nehmen. Und dann bringt ihr euer Element auf eurer Karte auf, dort wo es euch gefällt. Ich finde es immer schön, wenn es so ein bisschen weiter oben ist und nicht ganz mittig, aber auch mittig könnt ihr es aufsetzen, eben genau wie es euch gefällt. Und das fixieren wir kurz, damit es hält. Und hier machen wir einmal das Gleiche. Kleber auftragen.
auf die Karte aufsetzen. Seht ihr, in der Mitte würde auch schön aussehen. Aber ich klebe es mir ein bisschen weiter nach oben. Auch das Schöne mit Flüssigkleber, ihr habt immer noch so ein bisschen Zeit, so hin und her zu wiggeln, bis es eben genau da sitzt, wo es euch gefällt. Gut andrücken, damit nichts mehr verrutscht. Und fertig sind zwei, wie ich finde, echt schöne Weihnachtskarten mit der heutigen Challenge Aquarell. Ich bin super gespannt, was ihr daraus macht. Wenn ihr mitmachen wollt bei Cats Christmas Card Challenge, dann gestaltet eine Karte zu irgendeiner der Challenges. Alle Challenges findet ihr hier oben bei dem i. Egal, welche euch am besten anspricht oder am meisten anspricht, gestaltet eine Karte dazu und postet sie unter dem Hashtag Cats Christmas Card Challenge auf Instagram. Oder schickt mir eure Karten per Mail. Das geht natürlich auch. Und jede Einsendung, jede Karte ist ein Los im Lostopf. Und ich verlose am Ende der Challenges, also Ende diesen Monats, Anfang nächsten Monats, eine große Bastel-Überraschungsbox für euch. Wenn ihr Lust habt, ich würde mich total freuen, wenn ihr mitmacht. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einfach so meine Videos schaut, den Kanal abonniert, um mich ein bisschen dabei zu unterstützen in meiner Arbeit. Das freut mich auch immer sehr. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Bleibt schön kreativ und bis bald. Tschüss!